Hallo YouTube, ich bin herzlich willkommen zur Folge 67 von Let's Play Star Wars Fracking Universe. Staffel 5, die Hardcore-Staffel. Zweite Aufnahme heute, wie ihr seht. Keine 2 Minuten vergangen. Mal schauen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Science Outpost gerade. Ob da was Interessantes ist oder nicht. Was wir brauchen können. Wir werden sehen. Ne, das jetzt nicht. Was könnten wir denn hier alles gerade brauchen? Fungal-Eiko, interessant. Lachse, wie gut, ist auch nicht schlecht. Orbis-Eck. Ja, dann mal kleiner. Geld haben wir ja, was soll's. Die Ohrdrohne können wir hier gleich kaufen, ja? Tier 1. Nee, das, dafür soll ich ein Beam, seid ihr bekloppt, die kaufe ich hier für 220. Her damit. Was rede ich da? Kauft gleich 200 Sorte. Reanimation Fluid klingt auch schön. Ich habe Angst davor, was das ist. Ich könnte Storage Matter brauchen, wenn man es habt. Ihr sowas hier vor? Ne, Charm Necklace. Trading. EPP Augment. Kriege ich mehr Geld beim Handeln. Da kriege ich noch mehr Geld raus, als die Sachen wert sind oder was? Oh, nicht Damage 3 Cola. Mm, 30.000 kleine. Cosmic Aura Cola. 60% Cosmic Resistance. Healing 3 Cola. Your Pet's Health braucht kein Mensch. Ich will das haben. Da lege ich mir halt ein Halsband um den Arm. Das macht mir gar nichts aus. Das ist die ganzen Blablabla, die mich wie die Fans vor der Meinung sind. You're dead. Das ist super. Kein Kommentar. Office Noble Monk Leather, Blablabla. Boxing Glove, auch nicht schlecht. Okay, hier gibt es schon mal nichts. Was ist denn jetzt schon mehr? Ja, was auch immer. Fallen Eisschrank kann, braucht kein Mensch. Mich besser aus. So sind immer Ammoniumsulfat auch schon. Kristalle brauchen wir nicht mehr. Ich nehme mal 10 mit, oder? Ich weiß ja nie. Lunari Crystal kann man immer gebrauchen. Plasma Crystals sind sau teuer. Pure Arceus gebraucht jetzt keinen Mensch. Anderer Quatsch, Anni, danke, weiter jetzt. Was haben wir hier? Nighthaw Blödsinn braucht alles mit Sicherheit kein Mensch, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Halt was? Ach ja, die technischen Mambo Jumbo Blödsinn. Interessiert mich alles gar nicht. Pop-Top-Egg, ja na klar, hör damit. Hier gibt's Korn, schön zu wissen. Grapes, Angolin-Egg, was kommt daraus? Omnivore von mir, was haben wir mit? Warte mal, hat mal. Hier gibt's was zu futtern. Bloody Corpse Waffles. Mmh. Plus 1 Madness. Gekochtes Fleisch. Alles Zeug kann ich mir nicht finden, oder? Bacon Pancakes. Igitt. Cooked Ham. Cooked Pest. Cooked Ribs. Cooked Steak. Cooked irgendwas. Fish Pie. Fish Stew. Was gibt denn das? Unknown Effekten. Wahrscheinlich besseres Angeln oder so, ne? Ich nehme einfach von dem eins mit. Und wie steht da jetzt New? Egal. Gorge Cake. Ah! Macht einen so Stress ja jetzt nicht. Honigschinken. Das klingt natürlich verführerisch. Meat Chunk, Meat Dumplings, Meat Stew. Komm her hier. Warte mal, was haben wir? Hohe Tentakel, kann man das als Pflanze machen? Keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden. Roast Dinner. Oh, komm her damit. Silverland, jawoll, ja, genau. Shepherd's Pie, mir wird schon schlecht, wenn ich nur darüber nachdenke. Und da ist hier ganz andere Sachen, über denen schlecht werden sollte. Ich habe noch keine Raw Steak Pflanze, fällt mir gerade auf. Kurzer Käse, und dann danke. Die Burger hatten wir auch schon alle durch, bis zum Cheeseburger. Der hat, glaube ich, nicht funktioniert. Oh, den haben wir probiert, aber der wollte nicht. Butter on a Stick. Iradium. Mhm, nee, leider nicht. Jetta, was war denn das? 30% Radioaktivitätsriss. Nur kleiner. Sushi-Blätter. Immer. Dann müssen wir noch gleich mal zur Raumstation zurück, also zur Hauptstation, zum Meng HQ. Haben wir das nicht schon mal berührt? Egal. Pyrit Curry. Rufen wir es. Dann müssen wir es. Plain Cake. Haben wir mit.
Pier Pie. Den müssen wir doch so schon marschen, oder? Egal. Mal sehen. Was gibt's hier? Verträge. Jetzt nee. Keine Zeit für den Blödsinn. Medical. Oh, dies könnten wir dann, wenn wir eine Raumstation mal erweitern wollten. Auch nicht schlecht. Exotic Matter, Neural Prozessor, Artifacts, aha. Ja. Faszinierend. Das fällt dir jetzt erst auf nach über einer Stunde. Core Fragments. Geoden? Brauche ich jetzt unmöglich. Kann man eine Geodenpflanze bauen? Keine Ahnung. Will man sehen. Pet Healing Station, Pet Rename, braucht das kein Mensch. Capture Bot, aber bestimmt auch schon irgendwo. Companion Recall? Ach kein Mensch, Mega Captured Gun, was für ein Blödsinn. Troll Food, buchstäblich. Halt! Mach mal Platz hier. Das Haus, nee, das Zeug fressen die nämlich gar nicht. Also die Tiere, die man anpflanzen will und so. Matisanwein. Ja, aber bitte nicht für eine Minute, sondern einen Monat lang oder so. Dann würde ich mir das überlegen. Meint die hier irgendwas? Dann sind wir jetzt gar nicht. Wir gehen mal kurz hinten bei dem schäbigen Händler hier. Weiß man sehen. Der ist nicht schäbig, der ist nur dunkel. Das ist keine Bewertung. Darklight Blossom. Ja, mit. Wir werden natürlich die Pflanze lieber, aber hey. Und der Crystalline Skull. Kostet mich 20 Essenz davon mir aus. Weil der zeigt dann, wo wir gestorben sind, wenn man ihn festhält. Aber im Verwemmel wollte man dahin teleportieren, das war aber weg. Ob ich leben könnte. Ein Ancient Monument. Cool. Wie viel Ancient Essence? Kommt in die Raumstation, sobald wir es leisten können. Krone ist hier. Generates Madness, die werden wir uns holen. Ziemlich sicher sogar. Kann Lootboxen kaufen. Lumiwein. Deswegen gucke ich mal durch, mal meistens Station Transport. Moment. Ich hätte die für 22.000 hier holen können. Gut, dann haben wir demnächst eine neue Raumstation nur für. Machen wir jetzt eine Raumstation nur für Tiere? Ich müsste da mal kurz drüber nachdenken. Das wäre schon ein bisschen exzessiv, oder? Also auf Geld kommt es jetzt nicht wirklich an der Stelle. Was man hat, das hat man, würde ich sagen. Entschuldigt, ich muss. Haha, halt! Wahnsinn. Der Typ geht mir so auf den Sack. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, was haben wir hier schon? Dirt im Glas, Nova Glow. Klingt auch nett. Was Research gibt's hier? Rot hier und ach so. Da muss ich ihn wohl versorgen, was? Mit seinen Lieblingswaren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, Platz hier. So, was könnte man beim Beam für ist schon. Alles nichts, was ich jemals haben wollte. Schon Bonnie Pixel. Pixel. Alles nichts wert. Die Details interessieren mich nicht. Und hier drüben dürfte es gar nichts mehr geben, was uns irgendwie interessieren könnte. Sein, die haben es mal erweitert irgendwann. Was ich nicht ausschließen will, weswegen ich mich hier umkur. Ja, das Ding ist nämlich eine ganze Nummer erweitert worden mittlerweile. Wer weiß. Warte mal, Miracle Glass. So was habe ich doch vor, oder? Fuel Slot. Mann. Will ich haben, alles haben. Hi.
auch der äußerst merkwürdige Typ, den wir nicht nochmal ansprechen werden, hoffentlich. Aus Versehen. Da ist ein Bücherregal gewesen. Also einen Kaffee kaufen. Chunky Meat Coffee, jetzt wird mir doch ein wenig schlecht. Uranium Cookies. Lava Burning Immunity. Mhm. Den klemmen wir zur Raumstation zurück. Zu unserer, zum Haupt Mega Akku, ihr wisst schon. Type Raw Meat Insanity Pass Immunity. Mhm. Karottenkehren. Mhm. Wie viele Kuchensorten gibt es denn hier in dem Spiel? Das ist ja exzessiv hier. So. Was hier denn gibt, will ich aber gar nicht wissen. Wahrscheinlich irgendwelche Riesenkäfer. Diesen Saurier haben wir gesehen, warum sollte es das nicht auch geben? Und wer ist das da? Oh, ich muss gar nicht wissen. Ich krabbel da jetzt nicht rum. Stehen sehr viele merkwürdige Leute drin. Tschüss, ich gehe dann mal zum Haku. Ich will im Hauptquartier sagen. Haku. Naja. So ist das, wenn man Zeit sparen will. Unter die Lix hin knabbert einen Keks. Er legt ihn achtlos auf den Glastisch. Wir wissen, dass das hygienisch nicht überlegenswert ist. So. Pflanzen. Mal gucken. Hier wird schon wieder abgebaut, als ob es 3 Jahre her wäre. Den wird voll automatisch gemacht, ne? Ne? Schade. Hätte klappen können. Auch nicht. Schade. Hätte klappen können. Den Kaffee noch, aber hundertprozentig, oder? Dann reden wir von Kaffee. Das ist alles Essen, das kann ich immer machen, ne? Schade. Und wie das hier hängt. Wahnsinn. Ne? Gut, nächste. Kann ich das gleich Auto sehen hier? Ich auch nicht. Nicht mal Sushi, schade. Sache, das klappt. Eine Tentakel bitte, nicht, dass ich jetzt 10 von der Sorte habe. Okay. Geht das oder nicht? Komisch, aber das sind vielleicht die Standarddinger. Oh Mann, noch mehr Futter. Naja, das können wir haben. Ihr wisst schon wo. Fischbrei. Ja, damit. Wer mag nicht einen Fischbrei? Ich glaube, hier war es knabbern unterwegs. Ah, es fehlt jetzt genau einer, das Ding zu erweitern. Schade. Ja gut, ich werde mal. Ne, Quatsch, hier unten ist noch die Küche. Kann man noch den hier nehmen. Und man, ist das hier die eigentliche Küche? Und wieso sind die Batterien grundsätzlich leer? Weil die nicht nach hinten mit verbunden sind, oder? Egal. Dann rein. Rein und rein und rein und er ist schon rein, 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 rein. Da ist kein Mensch. Nämlich schon das erste schlecht, ja. Jetzt mache ich Bürosteaks. So, jetzt waren wir im Außenposten, weswegen sind wir da hingegangen? Nicht wegen dem Futter. Jetzt haben wir die Eier. Haben wir noch das Problem mit dem, wir kriegen nicht genug Futter auf Vorrat hin. Wir nehmen jetzt hinreichend viele Steaks und machen aus dem Fleisch. Ah, können wir hier mal hin. Ein Cooked Steak, können wir da aus was? Ach, Junge, hier ist Mick. Oh, Steak, nee. Warte, hatten wir nicht jeden Tag den gerade? 5 hohe Tentakeln. Also müssten wir Tentakeln anpflanzen. In unserer vorzugsweise eigenständigen Raumstation dafür. Oder ich mache die unten ausbauen. Mal überlegen. Ist beides durchaus eine Überlegung wert. An der Stelle. Hier kommt noch nicht bei raus. Das dauert noch ein bisschen länger. Schade, aber so ist es dann eben auch. Kann man nichts machen.
Die willst du wohl nicht haben, Rat. Gut, dann müssten wir überlegen, woraus wir jetzt die ganzen erstmal hier wegen den Ressourcen. Das haben wir bla wurscht, wir haben das war sowas noch hier mal. Titanium, also wir könnten wahrscheinlich sogar einen neuen Raum bauen schon. Dann werden wir bei der normalen Raumstation weiterbauen. Weiter nach rechts, denke ich, oder nach oben. Tiere sollten wir nach rechts, damit wir uns nach unten erweitern können. Da will ich nämlich einen großen Raum mit Teilung, wo nur noch automatisch bam 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 und fertig. Achso, die Storage-Ding haben wir noch gar nicht gemacht. Gehen wir zum normalen Hauptquartier auch noch. Außenposten, nicht Hauptquartier, meine Güte. Hier wolltet ihr mich ja nicht ausbauen lassen, also muss ich das auf die altmodische Art. Greenhouse wäre auch eine Option, wa? Kleines, nee, Core. Kleiner Core wäre eigentlich genau das Richtige. Noch besser bei Large Core. Was fehlt? Na, Titanium und Silber. Ugh. Immer wieder. Und das, die Corners brauchen wir schon wieder. Bei Core hätten wir noch genau 4 Titanium übrig. Nee, das reicht nicht. Hier hätten wir wieder einen Weg nach oben. Large Core würde noch ein bisschen was verbrauchen. Also jetzt nochmal Chor. Können wir hier die Tiere alle rein. Ich habe ganz vergessen, dass wir jetzt den Dingstra-Modus haben. Jetzt kann ich die Dinger nämlich hier beliebig abreißen, wenn ich will. Damit sollte ich jetzt natürlich etwas... Stell dich doch nochmal ein bisschen in die Mitte. Komm mal hier, komm mal hier. Komm mal hier in die Mitte, hier rein. Komm mal hier, stopp, stopp. Geh nochmal ein bisschen hier rüber. Halt, stopp. Komm hier rüber, komm mit. Komm her. Du hast den Tod stürzen, ob du willst oder nicht. Ein hässliches Vieh. Dreckselendiges Beschissenes. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier denen dann auch gefällig ist. Erstens mal Lampe raus. Danke. Zweitens Lampe raus. Danke. Da drüben können wir normal weiterbauen, das muss ich uns vorne. Aber hier will ich erstmal ein bisschen was an Erdboden haben. Was Weg, du Idiot. Spring hoch, dann kannst du es. So. Muss reichen. Und da können wir jetzt so eine hässliche Lampe dran stellen. Perfekt. Bist du jetzt wirklich so blöd? Komm hierher. Der Typ nervt. Na also. Geh da nie wieder rein. Ich will das jetzt mit Erde ausfüllen, danke. Und jetzt kommt hier oben eine ganz normale Wand rein und mal gucken, wie viele von der Sorte wir hier gleich versorgt kriegen. Die möglichst nicht abhauen dürfen. Deswegen auch Grabber und Co. gleich. Und zwar, wie machen wir das denn? Grabber. Wie weit reist du denn? Range 12. Na, dann sollst du ja die Mitte eigentlich reichen. Licht, was nehmen wir? Noch eine Kiste, die wir nicht brauchen. Licht, 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 Licht. Ich meine, wir haben die hässlichen Dinger hier, dann können wir sie jetzt mal einsetzen zur Abwechslung. Das ist ja noch besser. Ich da nicht drauf. Geh weg. Vollpfosten. So. Und zwar, was brauchen wir jetzt? Inkubator in großen Mengen. Ich werde den Hintergrund wahrscheinlich gleich rausreißen, aber das ist mir erstmal egal für den Moment. Dann werde ich hier mal kurz ein bisschen. Haben wir zufälligerweise ein bisschen Saatzwecks? Blumen oder so hier. Guck mal, fällt gar nicht auf, ne?
Hier ist auch keine Feuchtigkeit oder sonst was, aber das interessiert mich ja jetzt erstmal jetzt nicht wenig. Dann eine für Fleisch, eine für Pflanzenfresser oder so. Muss reichen, mehr gibt es jetzt hier nicht. Haben nicht noch eine normale gebaut? Oder muss ich jetzt alles hier in eine reinklopfen? Offenbar muss ich das, okay, dann nicht. Das können wir auch gleich mal hier oben mit hinsetzen, auch wenn wir es hier gar nicht brauchen, im Raum, aber egal. Dann werden wir den größeren Vorrat an Dingsbums brauchen, aber alles später. Farmbeast Harvester, wie weit ist deine Reichweite? Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und dann werden wir hier mal kurz die Eier reinlegen, und zwar alle drei. Viel Spaß. Mach du Mann. Und dir gebe ich jetzt hier Moonstone. Denn das fressen die, so viel weiß ich noch. Und das auch, wenn ich mich irre. Also, das hier rein und wo ist der komische Mondstein, Flieg und Siegzeugs? Ihr wisst schon mal, wie man ist, das der hier. Das ist Clay. Ach Gott, den habe ich unten. Moonstone. Ansonsten liegt hier Aqueous Fuel oder so, mal gucken. Die wollte ich ja noch machen, eben. Und die können wir oben auf eine Pflanze machen, ne? Später, 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 später. Ich befürchte, dass ich noch reinweise Tiere mit habe hier. Tja, wir werden sehen, was draus wird. Dann haben wir noch ein bisschen Platz für weitere Eier. Zum Beispiel für dich. Bitteschön. Und dieses Orbis, das ist, nee, Moment, Orbis sind ja die Metalldinger, ne? Pop-Top sind Fleischwasser, das lassen wir immer lieber, sonst fressen die sich gegen sie. Pangolin sind auch Fleischwasser. Carnivore, nee, Omnivore, egal, einer. Wir werden sehen. Wisst ihr was, wenn die sich gegenseitig fressen, wird es auch unterhaltsam. Egal, wir werden sehen. Muss uns im Moment jetzt noch keine großen Sorgen machen. Und mehr als einen Grabber brauchen wir dann entsprechend. Oh ne, allerdings brauchen wir eine Kiste und Storage Bridge da oben, um zu wissen, was da alles rauskommt. Und zwar vorzugsweise irgendwas aus der Kategorie Kühlschrank. Was wir natürlich gerade nicht haben. Also holen wir uns jetzt mal fix hin. Können wir nämlich dem sagen, alles aus dem Grabber. Dann dahin, sobald eine Kiste steht. Fridge herstellen oder? Ich habe keine Ahnung. Können wir hier einen Fridge herstellen? Bestimmt. Haben wir etwas zum Herstellen? Das ist eine andere Frage. Zählt das auch als Fritsch, wäre jetzt die nächste Frage. Ich weiß, wir haben hinten einen. Egal. Macht euch nicht um jeden Mist Gedanken, Jutabis. Und schon wieder neue Pixel. Hier kommt auch kein Research mehr. Das gefällt mir nicht. Werden wir gleich mal kontrollieren müssen. Warum kommt kein Research mehr, ist nämlich die viel wichtigere Frage an der Stelle. Test, hauen wir den Grabber mal kurz irgendwas rein, sobald wir ihn erreichen können. Guck mal hier. Yep, gut. Dann könnten wir hier oben gleich im nächsten Raum, falls wir noch mehr Tiere oder die mal sortieren oder was weiß ich, denn die Urkius-Dinge werde ich vielleicht sogar einzeln stellen. Mal gucken. Also,
Danke. Erde. Noch besser, wenn ich im Wunder hast oder so. Wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind? Das ist ja buchstäblich deren Nahrung. Da läuft schon der erste rum. Komm kurz her hier. Kriegst du gleich wieder. Dann allokatiere, ihr wisst schon, was ich meine. Gehe ich die gleich hier rüber. Erstmal kommst du nochmal da rein. Hey Kumpel, wie geht's? Müsst dann nicht alle in der hintersten Ecke stecken. Bis der nächste Schliff dauert. Aber in einer Weile. Vielleicht sollte ich euch hier eine Glasatmosphäre geben oder so. Jetzt ein bisschen oder so, damit es ein bisschen heimisch wirkt. Kannst du mal kurz aus dem Weg gehen, Kumpel? Nee, ne? Das, du denkst gar nicht daran. Glasfans. Geht schon zur Not. Sieht jetzt nicht ganz so fancy aus, aber hey. Darum geht's ja hier auch nicht. So, passt schon. Nur meine Kleinen, steht hier da auch schön doof in der Ecke rum, meine Lieben. So, mehr brauchen wir hier unten. Da oben wäre ein bisschen mehr Licht, nicht schlecht. Da brauchen wir nachher noch eine Troll drauf, ihr wisst schon. Ne, dann doch lieber nicht so. Zack, komm her. Was bist du hier eigentlich für ein Pedal, Metal, was auch immer? Da. Entschuldigt mich mal kurz, aber das muss raus. Das da hinten kann bleiben. Dankeschön. Blub, 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 blub. Da unten wird schon was gesammelt. Blub, der nächste. Zack. Ich weiß, ist gerade unglaublich spannend, ne? Ja, das ist, ja, genau. Grabt ihr das hier drüben hier, oder wo ist das Problem? Ist das so weit weg? Kann es eigentlich auch nicht sein. Range 12. Ich setze mal kurz, naja, kommt mal kurz her. Ich setze einfach mal zwei hin. Dafür haben wir es ja gemacht schließlich. Einen dahin, dann sollte das weit genug sein. Und die müssen wir natürlich wieder verbinden. Schon ist das Problem gelöst. Und die schlüpfen hier reinweise. Also wir brauchen noch einen Harvestbar, oder? So wie ich das sehe. Weil die wollen da hinten nicht. Aus der Ecke raus. Das ist doof. Und das jetzt her? Warum? Achso, das ist das, was sie geerntet haben, ne? Ja gut, das könnte ich auch. Servus, du bist? Egal. Eigentlich will ich es gar nicht wissen, was du bist. Du bist etwas. Mehr muss ich nicht wissen, so. Ich bräuchte noch irgendwas mit Metall oder so hier drin. Hol mir so ein paar Metallteile. Spare Parts oder so? Genau, eins. Okay. Irgendwer wird es schon fressen. So, jetzt gehen wir erstmal rüber, pflanzen die anderen Pflanzen ein und dann müssen wir uns noch so einen Harvester holen, denke ich. Denn wir haben jetzt eine Tierproduktion, ob wir wollen oder nicht. Kommt sehr viel Geld und sehr wenig Forschung. Das ist inakzeptabel. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Mann, hier ist was los da. Ist inzwischen mal was angekommen.
Ne. Haben die Probleme damit, dass das Hidden Camera Storage nicht ganz so hidden ist, oder? Was stört die jetzt hier? Da ist einer in der Lagerkiste, ganz im Hintergrund versteckt, nicht schlecht. Was auch immer der da macht. Wir hatten gerade noch ein, zwei überflüssige Kisten gefunden, ne? Ich meine, ich könnte auch Massen produzieren aus Holz oder so, dann haben wir auch Ruhe. Aber ist ja jetzt nicht übertreiben. Oh, nicht gleich so viel. Höher bei die Kisten bringen mehr, oder was? Von mir aus doch. Habe ich nichts dagegen. So, guck mal, Geld. Sozusagen. Dann pflanzen wir hier mal ein bisschen was ein. Nee, das nicht. Das auch nicht. Coffee Seed, ja, das selbstverständlich doch. Roast Dinner, das klingt doch schon lecker. Raw Tentakel, ja, von mir aus. Wäre jetzt drüben auf der Hauptstation ein bisschen sinnvoller, aber hey, wir können nicht immer alles haben. Fischpie, alles her damit. Fischstew kommt alles drauf, ja. Apropos, ich könnte den hier auch einfach mal ein bisschen... Wir hatten ja hier irgendwie so eine... Ne? Ja, guckt mal. Und wenn ich den ins Wasser gebe, passiert gar nichts. Wollen sie nicht. Oh, kann ich nicht ändern. Die haben wohl ganz selektive Ansprüche. Schade drum. Na gut. Vielleicht müssen wir doch was für die Freude schöner Götterfunken. Ihr müsst schon. Engineering? Wo war der Scheiß? Für deren allgemeine Lebensgefühl tun? Craftsmanship, oder? Ja. Gut, dann nehmen wir hin. Ich meine, die 1440 bringen mich jetzt auch nicht um. Würde noch ein, zwei Stunden dauern, mindestens, bis wir mal halbwegs genug haben. Und dann können wir uns schon über Quantum Flut Gedanken machen. Jetzt können wir die Freude schöner hier ganz gewaltig erhöhen. Internet-Tisch, dekorativ. Tja, was wir dafür brauchen, werden wir gleich sehen. Hat sich bestimmt gelohnt. Davon können wir jetzt einfach mal ausgehen. Blood Drive, Mama. Dafür brauchen Molten Core, Focusing Ray, Morphid. Ihr könnt mich mal gern haben. Lunari Crystals und Mercury. Das geht schon eher. Warte mal, wie viel brauchen wir davon jemals? Sechs Lunari Crystals und 20 Mercury, okay. Kriegen wir vielleicht sogar einen. Na komm, teleportieren. Ach du Heilige, wir sind ja schon wieder bei 34 Minuten. Leute, Leute, wie die Zeit vergeht. Ich spiele hier so ein bisschen ruhig vor mich hin. Und ihr denkt euch, was soll das? Werd doch mal fertig. Das halte ich nicht aus. Was macht ihr für Scheiße? Ich kann es nachvollziehen, Vitalis. Ich kann es nachvollziehen. Mercury 0. Ansonsten müssen wir gucken, gibt es Mercury irgendwie aus Silber oder so? Schau mal hier. Eis. Nee, lass mal. Ist da ein Handy? Da ist ja Flash-Trends dran. Wo kommen die denn her? Okay, komm, komm, da. Will ich eigentlich gar nicht so mal wissen. Von mir aus da. Wer hat denn gesagt, dass du schon da frei rumlaufen sollst da hinten? Milch, die wollte ich gar nicht ansammeln. Egal. Also, kann man es mit Kameras essen?
Viel Spaß. Was kommt denn aus einer Dose aus? Eins. Wow. Das lohnt sich nicht wirklich. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Wir haben noch 170 vor Ort. Das lohnt sich auch nicht wirklich, aber ist mir egal. Transe 3 Mais schon, immerhin. Man denkt, dass wir das auch in großen Mengen brauchen, wenn okay. Also wir brauchen immer noch Lunario Crystals, ich habe es nicht vergessen. Wie viel? Ich glaube 10 oder 20. Ne, 10 und 6 oder egal. Und wir brauchen die Mercury. Mercury ist ein Problem. Weil ich nämlich auf Anhieb keine Ahnung habe, wo ich das jetzt herkriegen soll. Wenn wir nicht gerade Strange Sea haben mit Mercury, wird es schwierig. Und wenn, habe ich mir das bestimmt nie notiert. Weil es bei mir unter ferner Liefen ist. Wahrscheinlich kann ich es oben wieder herstellen und habe noch nicht geguckt, warum und weshalb und so. Cinnabar. Das ist natürlich eine Option. Cinnabar, Cinnabar, Cinnabar. Last Furnace Cinnabar. Dann ist das nicht ganz das Problem. Mal gucken nochmal. Okay. Sicherheitshalber, Cinnabar. Wie viel haben wir? Ipa. Weiter geht's mit Lunari Crystals. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Genau deswegen. Ist zwar vollkommen überflüssig, aber ich geb's mal ein. Die Dinger wohl Lari-Zeugs mal suchen müssen demnächst. War nicht ganz meine Wunschvorstellung, aber okay. Wenn es sein muss, muss es sein. So, wenn man noch Strom produziert, wenn auch nicht gerade in den Mengen, die ich mir wünschen würde. Viel Spaß mit dem Honig. Das ist jetzt relativ überflüssig, aber was soll's. Und jetzt haue ich dir in den Rock Crusher etwas Neues rein. Ich habe 41 Manipulator-Module schon mehr. Das höre ich immer gerne. Das höre ich immer gerne. Ihr sicher auch, nehme ich an. Weil wer hört das nicht gerne? So. Nicht, okay, und hier? Wahrscheinlich auch nicht. Was haben wir denn hier an Blöcken drin, die wir. Wir haben uns regelmäßig irgendwas Neues, das gecrushed werden kann, oder? Ein Block Extractor, Smeltemine, super. Ein paar Teleporter-Cores. Crushable, bitteschön, haben wir noch schon was. Was hier könnte Siftable sein? Nicht. Schon wieder Mercury. Danke, Herr damit. Smeltable. Hm. Gehen wir die Hälfte davon. Ist zwar eigentlich Verschwendung, aber. Damit er was zu tun hat, ihr wisst schon. Jetzt fehlt es da oben wieder an Energie oder was? Allen Ernstes? Kann eigentlich nicht sein. Ist mir egal, alle. So. Haben wir hier zufälligerweise Essence? Dankeschön. Haben wir hier zufälligerweise Research? Ne, schade. Deswegen wundert mich das, dass die auf der Raumstation jetzt gerade keins machen. Lunari Crystals haben wir aus den Charts, können wir was herstellen. Wo war ich jetzt auf dem Weg hin? Achso, zur Energie, noch eins, ja. Dann werden wir den die Satellitenschüssel hinstellen. Jetzt wird es mir gleich mit einer Seele wehtun hier. Und nicht nur da. Wahrscheinlich brennt es mir auch gleich die Haut weg. Zack.
Spaß. Vielleicht muss ich einmal den Müll rausnehmen, damit man nicht ganz so viel auf Vorrat ist. So, viel Spaß. Und jetzt müssten wir beim unserer hübschen kleinen Raumstation eigentlich, wenn ich nicht wieder irgendwas abgelegt habe, was ich brauche, unsere kleinen Dinger da bauen. Was auch immer das war. Zur Verbesserung der Lage unserer Untermieter. Schön, da wächst schon Kaffee. So gefällt mir das. Subliminal Messaging. Braucht Strom, deswegen muss eins reichen. Wechseln, so mal schön. Die Reichweite von Link weiß kein Mensch. Zählt für alle, oder? Ihr mögt Xane. Ihr mögt Xane. Ihr mögt Xane. Was? Cool, oder? So stelle ich mir das vor. Komm schon dahin. Also. Power Falls, kann das sein? Ist das so? Muss ich da jetzt noch nachhelfen? Ich habe keine Ahnung. Also hatte ich nicht irgendwo in der Tat noch eine sinnlose Batterie, die wir hier mal reinkloppen können nebenbei? Bohrmäßig. Füllt ja gar nicht auf. Hier zum Beispiel. Braucht die Blutbank eigentlich auch Strom? Minus one. Jetzt müsste ja automatisch da drin nichts sein, ne? Mal alles rausgezogen und jetzt gäbe es keinen Morgen. Power True. Was ist mit dem hier? Power True. Ja, jetzt schon. Plus 12. Dann müsste der Happiness Factor bei allen jetzt hochgegangen sein. Happiness 7,3. Happiness ist größer als Tenants. Keine Ahnung, ob das was ausmacht, aber wir werden sehen. Lalalala. Ein paar Blumen einsammeln. Da kann ja nichts passieren. Jetzt mal hier kurz eine Batterie oder so, wo immer lieber. Da will ich nämlich gerne mal die ganzen. Jetzt muss ich auch gucken, was ist hier. Input 1 on off switch geht klar. Also muss das in 2 rein. Scheint zwar wahrscheinlich gerade keine Sonne, aber ist mir egal. Ach, hier scheint rund um die Uhr die Sonne im Weltall. Okay. Altur 2 Full Power. Power, was? Partial Power? Von mir aus doch. Achso, haben wir eigentlich einen Energielaser gerade irgendwo? So ein Sensor? Nee, ne? Schade, das wäre jetzt hier ganz hilfreich gewesen. Okay, man kann nicht um alles haben, ne? Der Trough hätte ich immer bauen können, wir schon hier hin. Plutoniumerz. Noch Fragen? Und ein paar Arceus Crystals. Und wieso kriege ich Spare Parts? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wollte ich die nicht hier haben? Und ein Farm Beast Harvester, oder wollte ich auch noch haben, ne? Die jetzt alle schlecht laune oder was? Sterbt ihr mir weg? Ich hab keine Ahnung. Wir werden sehen. So, hier sollte gar nichts drin sein. Die sind alle verbunden, ja. Gut, 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 gut. Läuft also halbwegs wie es soll. Hier gibt es scharfe Klauen, genau. Haben alle irgendwie was zu essen und du kommst wieder aus der Ecke raus, sonst krieg ich einen Anfall. Gilt das nicht für die Viecher oder was ist los? Oh Gott, und die kann ich jetzt auch nicht alle rübernehmen oder was? Das ist ein Problem. Haha, jetzt nicht mehr.
Wartet mal kurz, dann mache ich die mal kurz auch alle hier rein. Und wir gucken mal, ob wir die jetzt alle irgendwie zu Lasten unserer Nachhaltigkeit kurz verbinden können. Danke. Denn hier spoilt er jetzt nicht mehr. Wunderbar. Bis auf das. Okay, jetzt könnten wir wieder reihenweise irgendwas bauen. Oder sein lassen und selber bauen. Noch ein Chor und gleich den nächsten daneben wäre eine Option, dann können wir die Tiere sortieren. Darauf habe ich jetzt aber keine Lust. Und jetzt Räume bauen habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust, denn dann könnte ich ja links weiterbauen, da hätten wir ja noch zu tun. Hier gibt es sofort Batterien bis zum Gefrechen. Achso, das wollte ich gerade sagen, Eis. Wir brauchen mehr Forschung. 7, das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin das Bloodbank. Na, jetzt geht es nämlich los. Seht ihr, was ich meine? Jetzt kommt der ganze Blödsinn zustande. Polymere, was ist das hier eigentlich? Raw Sewage. Die sind glücklich genug, also müssten wir jetzt denen die Satellitenschüssel fürs Internet hinstellen, damit sie alle überglücklich sind. Dafür brauchen wir Morphid, Molten Core, Focusing Array. Kurze Frage. Hatten wir es überhaupt schon freigeschalten, Morphid? Das wäre nämlich die erste Frage, sonst drehe ich am Rad. Denn hier komme ich schneller auf Forschung als überall sonst. Was gibt's hier bitte? Nee, ist mir egal. Morphid, wir können es freischalten, das ist der springende Punkt. Aber 5000... Scheiß drauf, wir machen das jetzt. So, jetzt ist es freigeschalten. Ich werde es bereuen, was soll's. Was gibt's hier? Herstellung von Liquid Iridium oder was? Achso, ich kann Radiumerz aus irgendwas anderem herstellen. Ja, Plasmic Fluid, Insomniac Liquid Protocyte, alles völlig wurscht jetzt gerade. Hier unten gäbe es schon eher was Interessantes, oder? Was gibt's hier? Brauche ich nicht. Mutated Cell? Nee, brauchen wir alles nicht. Mercury hatten wir schon mal freigeschaltet, das ist Mutagene und was ist, ich brauche alles gar nicht. Wurscht. Alles wurscht. Propulsion Ding haben wir noch nicht gemacht. Die hier will ich gar nicht haben, die interessieren mich nicht. Master Optics. Was gibt's hier? Auch nicht wirklich. Also hier haben jetzt den Scheiß. Jetzt kommen wir gleich. Nee, das war's nicht. Aber ist auch schön zu wissen. Gibt's eigentlich irgendwas Springbandes Neues, das wir brauchen? Wahrscheinlich nicht. Oder nichts, das uns jetzt interessieren würde auf Anhieb. Dann Electronics. Den könnten wir, der ist mir völlig schnuppe. Der wäre viel interessanter, da bräuchten wir die. Das Ohr haben wir nicht, ist mir also wurscht. Hier wäre es schon eher interessant, aber nein, im Moment nicht. Beziehungsweise das hier wäre dann wirklich interessant. Ultrabatterie. Was aber irgendwann bei genug Energieproduktion auch wieder vollkommen wurscht ist. Engineering. Was wollen wir nicht? Wir brauchen den AI-Chip, richtig? Also stellen wir Morphid her. Denn die Forschung haben wir ja schon fast. Gehen wir mal nach Hause und gucken, was wir fürs Morphid brauchen. Das können wir in der Folge noch machen. Die Folgen werden schon unnötig lang, aber ich kann nichts dafür. Und dann überlege ich mir, was ich noch anfangen kann mit... Ihr wisst schon. Nun denn. Morphid ist hier. Brauche ich gar nicht lange weit laufen. So. Okay, wir brauchen Sulfuric Acid und Liquid Protocyte. Das haben wir wahrscheinlich sogar hier drüben klar. In rauen Mengen. Hier haben wir kein Liquid Protocyte vor Ort, aber das heißt nichts. Denn ich weiß ja, dass wir es haben. Wir könnten auch das Blue Graph Liquid, das ist Liquid Radium. Danke, damit. Jetzt gucken wir, wo wir Liquid Water das Kokosmilch. Aha, schön zu wissen. Ich komme mir auch blöd dabei vor. Na, das ist gerade das hier überhaupt flüssig. Oh, der Typ geht mir so auf den. Wenn der in die Forschungspunkte generieren würde, ich hätte den schon längst in Lava-Aktoren. Nein, da will ich nicht hin.
schon längst in Lava drängt. So. Faith Matter, was brauchen wir dafür schon wieder? Denn wir brauchen hier 10 für was auch immer schon mal. Das da. Dafür brauchen wir Thorium. Das ist so schwer jetzt auch wieder nicht, denn auch das haben wir mittlerweile. Was haben wir das Hammer? Ja, ich weiß, Face Matter Pflanze war jetzt wahrscheinlich auch wieder besser. Falls wir sowas nicht haben. Wahrscheinlich haben wir es. Wurscht. So, davon haben wir jetzt genug. Davon haben wir jetzt genug. Iradiumbahn haben wir 10. Wir brauchen also 10 mal Liquid Protocyte und dann könnten wir 10 mal Morphin herstellen. Okay. Das ist doch schön. Haben wir nicht sogar Strange Sea mit Liquid Iradium gehabt? Ja, das ist super. Das genauso stelle ich mir das vor. P-R-O-T. Dankeschön. Ich weiß, ich muss die doppelten mal eigentlich wegmachen, aber egal. Und natürlich Telep. Das ist ein Problem, das haben wir nämlich nie. Wir können ein Telebrium holen und dann müssen wir eine Telebrium-Pflanze machen, falls das geht. Wenn nicht, müssen wir mal irgendwann auf dem Mond mal kurz eine Runde Telebrium sammeln. Bäh. Könnten wir aber auch in der nächsten Folge machen. Ich betone, liegt auf in der nächsten Folge, weil jetzt muss langsam... Ach, die Türen nicht immer zu. Geisteskranker Irrer. Och ja. Der hat sogar die Tür wieder. Das ist unglaublich. So. Morphid. Jetzt wollen wir eine kleine Einblendung kriegen. Du kannst jetzt bla 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 bla. Ist aber so nett von dir. Sagst du mir auch, wozu ich das gebrauchen kann? Offensichtlich nicht. Aber das Wichtigste ist, wir haben es gemacht. Schön zu wissen. Jetzt können wir auf der Suche nach der Forschung wieder von vorne anfangen. Also, erstmal gucken. Hier war jetzt überhaupt nichts mehr in nächster Zeit, das uns irgendwie interessieren könnte. Richtig? Genau. Aber hier. Das sind dann die anderen Dinger. Die uns alle sowas von überhaupt gar nicht interessieren. Ja, das, ja, wurscht. Auch alles nicht interessant. Gene haben wir mittlerweile genug. Nur die hier ist wirklich interessant und dafür werden wir Plus Quantum Fluid suchen und ich schätze mal, das werden wir in der nächsten Folge anfangen. Brauchen wir das hier eigentlich? Müssten nicht eigentlich schon eine Drohnenbombe haben? Ich will es gar nicht so genau wissen. So genau will ich das jetzt mal besser nicht wissen. Was war das hier hinten? Automatisierung. Auch nicht wirklich wichtig. Für uns im Moment. Oder generell, wie auch immer. Der Generator pumpt weiter. Bumm. Bumm, bumm. AI-Chip, dafür brauchen wir noch Morphid und 10 Electronic Boards. Das werden wir jetzt auch noch nebenbei machen können. Dann haben wir die AI-Chips oder was auch immer das für eine sind. Wofür auch immer die brauchten. Dann können wir nebenbei noch 5 Durastahl, falls wir nicht schon in der Tasche haben. Ich tippe mal eher auf letzteres. Dann haben wir. Da brauchen wir dann 8000. Dann könnte man den nächsten Server, der bringt uns wahrscheinlich mehr Forschung. Ob der wirklich mehr Forschung bringt oder nicht, weiß kein Mensch. Aber hey. Hm, so viele kleine Terraformer. Oder Microformer, weil es ist ja nicht Terra. So, was ist das hier eigentlich? Die Dinger könnten wir selber bauen oder was? Die Dinger bauen. Orbis X können wir bauen, auch nicht schlecht. So gut ist der nicht, dass ich den haben will.
Mit dem AI-Chip. Für was auch immer. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich das machen wollte, aber komm. Wir haben es dann. Und zugegebenermaßen wäre das jetzt auch eine Option, aber nee, muss man erst die anderen wieder und das noch und das und das und das noch. Ihr kennt das ja. Wird dann immer schlimmer. Morphid ist in erster Linie auch für so ein Blödsinn, ne? Immer so am Rande. Och, krieg ich das oder nicht? Jetzt. Morphid-Manipulator. Quantum-Manipulator braucht kein Mensch. Research. Biologie? Hier war nichts mehr, ne? Achso, den erweiterten Fossil-Quatsch. Hat das irgendeinen höheren Wert hier eigentlich? Madness, auch nicht schlecht. Mikropartikel, ja, für. Bringt aber, glaube ich, auch Forschung, möchte ich mal so nebenbei erwähnen. Das sind jetzt die Subwoofer-Dinger, die ich auch alle im Subraum entzog. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wieso habe ich das Netz ausgewählt? Ich habe keine Ahnung. So, Kollege, wir müssen mal kurz reden. Also nicht mit dir, aber ich will eigentlich bloß runter. Lass mich doch mal in. Captain, yay. Springt auf und ab, wie so ein kleines Kind. Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, wofür. Achso, den, können wir gleich mal gucken, was habe ich gesucht? Suche ich alles nicht. Was ist denn? Nein. Auch ganz nett, aber nein. Terminal wäre nicht schlecht. Braucht das auch kein Mensch. Power Sensor. Da ist ein Large Power Sensor, auch schon dabei sind. Ruhig mal zwei, drei mehr. Komm, wir haben es. Dicke, was soll's. Zinserate Liquid. Ich habe keine Watcher mehr. Gehen wir kurz Core Fragments her. C-O-R-E, danke. Und wir brauchen genau 4, weil für mich haben wir eh Platz, danke. Und dann können wir 4 Watcher bauen. Oder ein Nether Peak in kleiner mit. Jetzt machen wir mal 2. Braucht der Strom? Ich habe keine Ahnung. Power Pressure haben wir alles nicht hier. Danke. Mac Repair Pod brauchen wir jetzt definitiv überhaupt gar nicht. Alles, woran es wirklich mangelt, ist Forschung, damit wir da weiterbauen. Nicht, dass das noch irgendeinen höheren Sinn hätte, was wir hier machen, denn im Grunde genommen können wir jetzt die mit der Story weitermachen oder so. So, Gold, her damit. Jetzt ist Schluss mit das Dich. Und ich drücke jetzt nie auf 74 Diamanten, 182 Batterien. Ein bisschen Golderz. Immerhin wird Strom produziert. Viel Spaß. Ich brauch's ja dann nicht mehr. So, mehr oder weniger. Zum Siften und Crushen war ja auch nicht mehr viel, ne? Genau. Was soll's? Also, noch irgendwelche Essenz, von denen wir wissen sollten. Mann, das geht aber schnell. Da merkt man den Vorteil, wenn die Dinger immer ausgebaut sind. Wie haben wir überhaupt eigentlich? Müssten wir mal gleich mal gucken. X, danke. Zack. Research. Ingenieur sind 1277. Nur damit wir alle mal was zu lachen haben. Wie viel brauchen wir? 1000, die haben wir. Was uns fehlt, sind die Forschung und die Quantum Fluids. Okay, also in der nächsten Folge schauen wir uns an, woher wir Quantum Fluids kriegen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Achso, die AI-Chips. Gucke ich mir gleich auch noch an der Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Xenoth.